Die Sendung «Seitenlinie» wird Ihnen präsentiert von der Clientis BS Bank Schaffhausen. Die Bank an Ihrer Seite. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse Sie ganz herzlich zu der Sportsendung «Seitenlinie». In einer Woche startet Kadetten Schaffhausen in die zweite Saisonhälfte. In diesem Jahr will man wieder Meister werden. Ein grosser Beitrag zu diesem Ziel will auch der Captain, der David Graupner, leisten. Herzlich willkommen, David, bei uns im Studio. Merci. David, nächste Woche geht es los im Cup, Viertelfinalspiel gegen die Lakers Stefa. Sind ihr schon am Vorbereiten auf das Spiel? Ja klar, ich glaube in einer Woche kann man im Handball nicht viel erreichen. Wir sind jetzt doch schon eine Weile wieder dran, speziell die nicht in der Nationalmannschaft waren, sind, arbeiten eigentlich schon seit dem Jahreswechsel wieder dran. Und jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich wieder mit Testspiel gestartet und alles am Vorbereiten für die Meisterschaft und den Cup. Jetzt Lakers Stefan, die haben sich eher im hinteren Teil der Tabelle platziert nach der Hauptrunde. Ist das ein willkommener Aufbaugegner für das erste Spiel nach dieser Pause? Ich glaube, Aufbaugegner ist sicher das falsche Wort. Er ist ganz abgedroschen, aber es ist Göppe. Also es ist einfach ein ganz gemeines Spiel. Natürlich sind wir ein deutlicher Favorit. Natürlich wollen wir das Spiel klar dominieren und klar gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, Aufbaugegner würde Stefan nicht gerecht werden. Seit dem 22. Dezember hat bei euch der Meisterschaftsbetrieb eigentlich geruht. Es ist eine lange Zeit und ihr habt eben die Zeit da genutzt, hast du gesagt. Trotzdem, jetzt nach einem Monat, ist man da parat? Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir hatten zwei Testspiele, die haben wir einigermaßen solid absolviert. Also ich glaube, gerade im Angriff sieht das schon sehr gut wieder aus. In der Verteidigung müssen wir schon noch ein bisschen an den Details fielen. Aber ich glaube, dann auf die Meisterschaft bereitet man sich dann auch noch mal ganz anders auf so ein Spiel vor. Und von dem her bin ich zuversichtlich, dass wir gut werden starten. Und verstärkt würde er ja auftreten gegen Lakers Stefa. Es ist damit zu rechnen, dass der Regisseur Peter Kukuczka wieder zurückkommt. Der hat ja eine schwere Hirnerschütterung sich eingehandelt in der Hauptrunde. Was erhoffen Sie von seiner Rückkehr? Enorm viel. Also speziell jetzt in diesen zwei Testspielen hat man gesehen, wieder, was er für eine Ruhe ausstrahlt, was er für eine Klasse ausstrahlt. Einfach, ja, wenn er sieht, wo der Ball hin muss oder was für unser Spiel gut ist. Also ich glaube, er wird uns einen grossen Schritt wieder vorwärts bringen. Ist in Schaffhausen, glaube ich, kein Geheimnis, was er leisten kann. Von dem her freuen wir uns alle sehr, dass er uns wieder unterstützt. Und an der Kreisposition tut sich ja auch etwas ändern. Der Benjamin Geisser ist von Fortitudo Grossau zu den Kadetten gekommen. Er ist der zweitbeste Torschütze in der laufenden Meisterschaft. Wird er ein Torgarant bei euch sein? Das wird er jetzt unter Beweis stellen. Ich glaube, es ist ganz eine andere Welt. Er kommt von einem kleineren Verein, wo es wenige Spieler gibt, die sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Und jetzt wird er bei uns einer unter vielen sein. Ich glaube nicht, dass er derart dominant wird sich präsentieren. Aber sicher hoffen wir von ihm mal das eine oder andere Goal. Aber dass einer bei den Kadetten Torschützenkönig wird, mag ich mich nicht erinnern, dass das passiert ist. Für das ist einfach Mannschaft ausgeglichen. Im Vergleich zu der Hauptrunde, würdet ihr stärker für die Finalrunde auftreten auf dem Parkett? Ich hoffe es schon. Ich glaube, mit jedem Spiel, das wir in Vollbesetzung spielen können, werden wir uns verbessern. Das ist schon so. Aber schlussendlich wird es in der Finalrunde und nachher noch mehr in den Playoffs darauf ankommen, dass alle gesund bleiben, dass alle an Bord sind. Und dann glaube ich schon, dass wir noch stärker sind. Ja. Jetzt die Hauptrunde habt ihr auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Winterthur ist der Leader im Moment. Überrascht dich da, dass Winterthur zu oberst steht? Nein, überraschend ist sicher das falsche Wort. Sie haben seit Jahren eigentlich mehr oder weniger die gleiche Mannschaft. Sie haben ihr System gefunden, das sie gerne spielen. Und haben die Runde oder die Hinrunde sehr, sehr konsequent einfach ihr Spiel verfolgt. Und von dem her ist es keine Überraschung, aber natürlich ein bisschen eine Enttäuschung, dass wir nicht auf dem ersten Platz stehen. Für euch eine Enttäuschung, noch eine grössere Enttäuschung wird es für Wacker Thun sein. Wacker Thun, der letztjährige Meister und Champions League-Mannschaft der Schweiz Vertreter, ist nur auf dem fünften Platz klassiert. Ist das
die Doppeleinsätze, die man da Tribut zollt? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube gerade, wir haben solche Erfahrungen vor 5-6 Jahren auch mal gemacht, dass es einfach enorm schwierig ist, mit diesen 10 Champions League-Spielen auch noch in der Meisterschaft erfolgreich zu sein. Wir haben es später dann angebracht und uns auch qualifiziert für die nächste Runde. Aber ich glaube, für Wacker Thun ist einfach die Belastung zu hoch, das Kader zu schmal und die Erfahrung zu neu, dass sie das schaffen könnten. Ich glaube, es ist ja, für sie jetzt mal schön zu sehen, was wir eigentlich in all diesen Jahren geleistet haben vorher. Jetzt, du sagst, ihr habt gelernt aus dieser Erfahrung, aber auch ist international dieses Jahr gar nicht gut gelaufen. Ihr habt hohe Ziele gesetzt, Europa Cup Gruppenphase habt ihr erreichen. Gegen Hannover, einen guten Bundesligist, sind ihr nachher aber sehr deutlich rausgegangen. Das war schon eine schwere Enttäuschung von Kadetten. Ich glaube, die Art und Weise ist mehr Enttäuschung als das Ausscheiden an sich. Ich glaube, gegen Hannover ist sicher keine Chance zum Ausscheiden. Es ist, du hast es angesprochen, es ist eine deutsche Top-Mannschaft. Von dem her dürfen wir gegen die rausgehen. Also es wäre schon fast eine Sensation gewesen, wenn wir weiterkommen wären. Aber natürlich ist die Art und Weise ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen und sicher nicht gewünscht gewesen. Ja. Jetzt, wenn ihr in Europa Cup spielt, dann pilgern auch deutlich weniger Fans ins Stadion, in die schöne BBC Arena. Ich habe mal geschaut, auf der Statistik sind 510 Fans, die ihr habt pro Heimspiel. Da klafft ein Loch in der Kasse, wenn ihr nicht in Europa Cup spielt. Ja, aber ich glaube, das ist noch das kleinste Problem, das Loch in der Kasse. Ich glaube, es ist einfach, ja, ich glaube, es wäre für Schaffhausen und für die Handball-Fans in der Schweiz, ich glaube, es kämen auch Leute, die nicht nur von Schaffhausen kommen, wäre es einfach ein weiteres Highlight gewesen, weitere schöne Spiele, die wir in dieser Gruppenphase können haben gegen grosse Gegner, die man so wahrscheinlich noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich glaube, das ist ein grösseres Problem als jetzt die finanzielle Einbuße. Du bist ja viel grössere Fan auf Märsch gewohnt in der letzten Saison. Du hast bei Grosswaldstadt in der Bundesliga gespielt. Da sind über 3'000 Fans eure Heimspiele pilgert. Wieso ist der Unterschied so riesig zwischen Bundesliga und Schweizer Liga? Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, der Deutsche an sich oder die Deutschen sind viel, viel sportbegeisterter. Also gehen auch Sachen schauen, wo man in der Schweiz würde sagen, wieso das. Also auch wirklich bis in den Regionalsport ab sind Stadien und Hallen voll. Das ist sicher ein Unterschied. Und dann ist halt die Bundesliga ganz ein anderes Event. Also jedes Spiel wird ganz anders wahrgenommen, ganz anders vermarktet und dann auch in der Halle ganz anders präsentiert. Also das ist ein Phänomen, was so wahrscheinlich kein anderes Land gibt. Aber was würdet ihr machen, um in der Finalrunde euren Zuschauerschnitt deutlich gegenüber zu verschieben? Ich glaube, alles, was wir als Spieler machen können, ist attraktiver Handball spielen, sicher auch erfolgreicher Handball. Ich glaube, niemand in Schaffhausen wird uns gesehen verlieren. Also für das kommt, glaube ich, niemand in die Halle. Von dem her, wir müssen unsere Arbeit machen und ja, ich glaube, dann fühlt sich die Halle langsam wieder. Die Halle muss ich jetzt nicht fühlen, aber wo du gut sein sollst, ist bei den Fragen, die ich dir stelle in unserem Sportquiz. 45 Sekunden hast du Zeit, um möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Und wenn du gut bist, dann kannst du einen Preis nachher gewinnen für den Nachwuchs von eurem Verein. Jetzt, die Ausgangslage ist nicht allzu schwierig. Der Johann von Landen hat nur 2 Punkte geholt, einer von unseren letzten Studiogästen. Und auch der Sebastian Stitz, der Bodybuild-Weltmeister, ist nicht ganz so erfolgreich gewesen. Mal schauen, wie erfolgreich du wirst sein. Bist du bereit, David? Ja. Gut, dann läuft die Zeit jetzt. Gegen wer hat der VC Kanti am Wochenende 3-0 verloren? Königs. Richtig. Auf welchem Platz liegen die Kanti Girls im Moment in der Tabelle? Zweite. Falsch, auf dem dritten. Wer ist Weltfußballer vom Jahr 2013? Cristiano Ronaldo. Das ist richtig. Aus welchem Land stammt der neue FCS-Spieler Johann von Landen? Aus der Schweiz. Kolumbien. Ja. Wo in der Schweiz bereitet sich die Fußballnationalmannschaft auf die WM vor? In Wackis. Richtig. Welcher Skispringer ist in diesem Jahr schwer gestürzt? Morgenstern. Richtig. Gegen welchen Club haben die Claude Flyers an diesem Wochenende gerade mit 6-0? Richtig. Wer hat die Superkombination in Wengen gewonnen? Ted Ligety. Richtig. Wer ist beim Slalom in Wengen zuoberst auf dem Podest gestanden? Alexis Bentoureau. Sehr gut. Ja, da gehst du deutlich, übernimmst du die Leaderposition. Du hast 7 richtige Antworten. Interessierst du dich auch schon für das Sportgeschehen noch? Ja, natürlich. Ich glaube gerade Wintersport
gefällt mir sehr. Und jetzt, wenn noch Handball-EM gleichzeitig läuft, schaue ich schon viel Sport. Du sprichst das nächste Stichwort schon an, die Nationalmannschaft, die Schweizer Nationalmannschaft. Ihr seid leider wieder ausgeschieden. Ihr habt es zum 10. Mal hintereinander verpasst, euch für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Eine riesen Enttäuschung. Ja, muss man so sagen. Ich glaube, eines mehr. Es ist leider, seit ich in der Nationalmannschaft bin, läuft es nicht so rund. Und wir haben uns das mal wieder viel vorgenommen und jetzt wieder die Enttäuschung müssen wegstecken, ist schon bitter gewesen. Ja. Du hast über 100 Nationalspiele gemacht jetzt. Was ist dein grösster Erfolg bis jetzt? Ja, leider gibt es noch nicht so richtig viel. Ich bin gerade nach der Heim-EM 2006 zugestossen. Und seither haben wir uns für nichts mehr qualifizieren können. Also es ist eigentlich jedes Jahr das Ziel, endlich mal wieder einen Schritt zu schaffen. Und von dem her kann ich nicht von Erfolg reden, nur weil ich mal ein Spiel gewonnen habe gegen einen grösseren Gegner. Jetzt bei den Fußballern spürt man irgendwie den Hunger, hat man das Gefühl gehabt. Die wollen nach Brasilien fahren. Bei den Handballern spürt man das weniger. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mit so einem jungen Team, wie wir es eigentlich noch nie gehabt haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass der Hunger wieder da war, ist wieder auch eine Lust da, etwas zu zeigen. Ich glaube, das Mal ist wirklich an der Qualität gelegen. Slowenien war uns deutlich in allen Belangen überlegen gewesen. Also da kann man nicht sagen, sie nachher an der Einstellung oder eben am Hunger gelegen. Wobei die Einstellung von gewissen Nationalspielern lässt ja ein bisschen zu wünschen übrig. Der Alen Milosevic hat nach einem Spiel da in der Kadetten im Nationalmannschaft in der Altstadt ein bisschen über die Stränge geschlagen, hat zu viel getrunken, hat sogar die Hose in der Safrangasse runtergelassen. Ich glaube, das kann man nicht akzeptieren. Nein, das kann man sicher so nicht akzeptieren. Es ist klar, wir sind 3 Wochen nonstop in der Nationalmannschaft gewesen, haben auch über die Festtage quasi nicht frei gehabt. Ist dann nach einem Spiel gewesen, wo alles vorbei gewesen ist, dass da ein bisschen Frust vorhanden ist, dass da ein bisschen Lagerkoller aufgekommen ist, wo man dann auch mal ein bisschen loswerden muss, ist glaube ich klar, aber sicher nicht in dieser Art und Weise, das ist klar. Wann geht es aufwärts wieder mit der Nationalmannschaft? Ich hoffe, so bald wie möglich. Wir haben im April weitere sehr wichtige Spiele gegen Estland. Die müssen unbedingt gewonnen werden. Und dann muss es Schritt für Schritt, ich glaube, grosse Gümpfe können wir leider nicht machen, aber Schritt für Schritt muss es wieder vorwärts gehen. Vorerst wünschen wir dir und den Kadetten Schaffhausen im Göpp-Spiel alles Gute, dass ihr erfolgreich in die zweite Saisonhälfte starten könnt. Ja. David, danke vielmals, dass du bei uns im Studio warst. Dankeschön. Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Ade miteinander. Die Sendung «Seitenlinie» wurde Ihnen präsentiert worden von der Klientis BS Bank Schaffhausen. Die Bank an Ihrer Seite.